Eine neue Serie startet, und zwar habe ich auf meinem Twitch-Kanal oder generell im Stream einen neuen Spielstand angefangen, wo wir so 3, 4, 5 Millionen Einwohner anpeilen. Und ich dachte, das ist wirklich die perfekte Gelegenheit, wirklich mal Step by Step zu zeigen, wie kommen wir eigentlich Start mit der Startinsel zu den Investoren ohne Geldprobleme mit Forschungsinstitut. Alternativ geht das Ganze, was wir hier machen, auch ohne Forschungsinstitut. Ich mache das Ganze sogar ohne Händler, das heißt, ich zeige noch ein, zwei Items. Oder nenne ein, zwei Items, die ihr theoretisch bei den Händlern kaufen könnt, was ich jetzt hier gerade nicht machen kann. Und ja, das Ganze sind Streamaufnahmen, das heißt, ich kommentiere das Ganze nochmal nach. Ich cutte das Ganze so ein bisschen zusammen. So eine Folge wird so 10 bis 15 Minuten dauern. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Länge so gefällt, ob ihr sagt, lieber ein bisschen mehr so in die Richtung 20 Minuten oder ob so 10, 15, vielleicht 8 so für euch am liebsten sind. Und genau, wir gehen das Ganze Step by Step durch und jetzt geht's los. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankdachsen und herzlich willkommen zu der neuen Serie, dem Step-by-Step-Guide. Und ja, ihr seht schon, ich habe jetzt die Aufnahme geladen. Wie gesagt, das Ganze wird nachkommentiert, deshalb ist es auch mein Stream-Overlay, das hier mit drüber liegt, weil ansonsten ja mein normales Stream-Overlay hier oben ist. Und jetzt geht's los, wir starten das ganze Video und das Wichtigste direkt am Anfang ist erstmal die Inselwahl. Das heißt, am Anfang suchen wir uns wirklich eine Insel aus, auf der wir siedeln wollen. Und ich habe mir jetzt hier eine Insel ausgesucht und ich zeige es auch gleich nochmal. Die hat Kartoffeln, die hat Getreide, die hat Hopfen. Und als letztes habe ich jetzt hier noch Jagdgründe, das ist ganz cool. Was auch noch geht, alternativ sind Gewürze, aber die ersten drei sind auf jeden Fall am wichtigsten. Und am besten ist natürlich auch, wenn ihr noch einiges an Lehm habt. Dann fangen wir damit an, dass wir sofort einen Marktplatz platzieren. Welches Layout ihr da drum baut, ist relativ egal. Ich baue immer erstmal so ein ganz normales Kastenlayout. Ich verzichte am Anfang darauf, Platz für Strom zu lassen. Das sage ich jetzt hier gleich nochmal direkt am Anfang. Wenn ihr Strom mit reinbauen wollt, müsst ihr etwas Platz dazwischen lassen, damit da Strom reinpasst. Heißt, ihr lasst einfach zwischen den Straßen, macht einfach einen Weg Platz, ein Feld, um da die Schienen durchzuführen. Wichtig ist, dass ihr anfangt mit den Bauern, denn ihr braucht von Anfang an Arbeitskraft, sonst laufen eure Produktionen nicht, dann bringe ich euch eure Produktion nicht. Ich baue immer direkt vorne vor einiges an Holzfällern, damit erstmal das Konto genutzt wird. Und jetzt direkt der erste wichtige Tipp. Wir fahren direkt zum Archibald und kaufen da Holz ein. Und jetzt läuft schon die kleine Holzproduktion und jetzt nutzen wir direkt die Blaupause und bauen erstmal eine Produktion für Holz. Das heißt, wir bauen jetzt hier hinten 5 Holzfällerhütten und 5 Sägewerke jeweils. Ihr könnt das Ganze auch mit 4 machen, dann kommt das Lagerhaus ein bisschen besser damit klar, aber mit 5 klappt es in der Regel auch noch. Und am Anfang müssen wir wirklich zusehen, dass wir zügig Holz kriegen, dass wir wirklich schnell zu vielen Bewohnern kommen. Denn das Wichtigste ist wirklich, wir brauchen schnell viele Bewohner, denn dann haben wir auch keine Geldnöte mehr. Ne, wir bauen jetzt hier das Ganze mal an, schließen das an. Lagerhaus ist noch in der Blaupause. Ich habe zwar mittlerweile genug Holz, habe das aber jetzt noch nicht finalisiert, was auch nicht schlimm ist. Die Gebäude arbeiten auch erstmal so lange, die Platz haben in den internen Lagern. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, das Ganze anschließen, sonst funktioniert das nicht. Und ihr seht schon, wir haben direkt wieder zu wenig Arbeitskraft. Das heißt, direkt wieder die Bauern hinterher, kurz das Lagerhaus ausgebaut. Und dann wirklich jetzt kopiert ihr einfach so einen Steg und hauen die da dran. Wirklich viel, viel, viel. Dann habt ihr immer genug Arbeitskraft und ihr habt auch genug Geld. Ich lösche jetzt hier direkt am vorne wieder die Holzfäller weg. Liegt daran, ich habe eh volle Baukostenrückerstattung, von daher ist es für mich eh egal. Und auch ganz wichtig, braucht den Platz, um hier mehr Bewohner zu bauen. Denn, wie gesagt, wenn wir davon genug haben, wir werden noch einiges an Produktion bauen müssen, gerade für Schnaps und auch für Arbeitskleidung werden wir einiges benötigen. Deshalb sehe ich zu, dass ich wirklich zügig Bauern kriege. Jetzt bauen wir das Ganze natürlich gerade ganz normal, ohne Problem. Und jetzt ist es eigentlich ein relativ simples Prozedere. Und zwar bauen wir jetzt erstmal immer mehr Bauernhäuser, die ja ganz normal über den Marktplatz versorgt sind. Das heißt, wir haben ja nicht das Problem, dass die irgendwie direkt wieder ausziehen oder so. Kopieren die da dran und bauen erstmal wirklich viele. Und lassen das Ganze dann natürlich auch schön aufsteigen. Wichtig, wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Vergesst die Feuerwachen nicht. Vergesst die Feuerwachen auch an den Produktionsgebäuden nicht. Die sind wirklich essentiell. Und wenn ihr ein bisschen Geld haben wollt, ein bisschen Zufriedenheit, baut ein Wirtshaus, kostet euch 20 Unterhalt und die kriegt ihr easy peasy über die Bauern wieder rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt warte ich eigentlich einfach nur, das heißt, wir warten aufs Holz.
und lassen die Bewohner aufsteigen. Mein Schiff steht übrigens immer noch bei Archibald Blake. Ich habe vergessen, tatsächlich das zurückzuschicken. Was aber tatsächlich gar nicht so schlimm ist, wenn ihr die Holzproduktion erstmal laufen habt, macht das gar nicht so viel aus. Und das Schiff wird später im zweiten Teil nochmal wichtig werden da. Deshalb kann man das da auch zur Not beruhigt stehen lassen. Was ich jetzt mache, ist ganz simpel. Wir brauchen natürlich immer mehr Holz. Wie gesagt, wir wollen schnell expandieren und dafür brauchen wir einfach viel Baumaterial. Holz ist günstig. Holz baut man einfach. Die Produktionskette ist schnell aufgebaut, läuft schnell, ist aber zur Not auch schnell wieder abgerissen. Ohne dass man jetzt in irgendeiner Form groß Einbußen macht. Deshalb könnt ihr ruhig am Anfang viel, viel Holz produzieren, um einfach schneller durchzukommen und auch einfach schneller eure Bewohner zu kriegen und dadurch dann natürlich auch entsprechend die Steuern. Achtet nur darauf, ihr habt ein maximales Lager von 75, dass ihr das ja auch dann entsprechend schnell wieder leer macht. Ganz kleiner Disclaimer noch oder ganz kleiner Hinweis, während ich jetzt hier die Schäfereien aufbaue, denn wir brauchen natürlich auch jetzt, fangen wir direkt an, die Bauern zu versorgen. Aber so gut wie jeder Produktion habe ich nochmal einzelne Videos gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt hier nicht so richtig krass individuell auf Layouts und so ein Kram ein, sondern einfach auf die grundsätzliche Struktur. Was baue ich zuerst, in welcher Richtung und so weiter und so fort. Findet ihr auch alle auf meinem Kanal in der Playlist Anfängertipps. Und wir bauen erst, ich baue zuerst die Arbeitskleidung, um einfach erstmal noch mehr Bauern zu kriegen, um mehr Arbeitskraft zu generieren. Denn ich renne ganz gerne mal Arbeitskraftprobleme, weil ich einfach überproduziere. Wichtig dabei, was ich gerade gezeigt habe, nutzt diese Produktionsstatistik. Wenn ihr oben links auf eure Bilanz oder auch auf eure Bevölkerungszahl kommt, kommt ihr generell in das Menü und könnt dann auf Statistik klicken. Alternativ geht auch Steuerung Q und checkt wirklich, ob eure Produktivität passt. Das heißt, produziere ich genug Waren für meine Bauern? Wenn ihr Geldprobleme habt, checkt auch, ob ihr zu viel produziert. Und wenn ihr viel zu viel produziert, habt ihr natürlich nichts von den Waren, außer ihr verkauft sie und zahlt für die unnötig Unterhalt. Und das ist natürlich auch witzlos. Jetzt, wie gesagt, denkt an die Feuerwachen. So ein Feuer bricht schnell aus. Und wenn erstmal eure ganze Produktion dadurch unterbrochen ist, das ist einfach nervig. Als nächstes geht es an den Schnaps. Schnaps ist aus dem Grund für, also ich baue persönlich immer Schnaps, weil Schnaps ganz gut Geld bringt und wir davon eigentlich am Anfang nie genug haben können vom Geld. Irgendwann wird das ja so ein bisschen selbstständig. Und wir ziehen jetzt einfach immer am Rand lang die Felder. Ganz easy. Brauchen wir uns am Anfang eh noch keine großen Gedanken machen. Die Schnapsfelder kommen eh früher oder später wieder weg, also die Kartoffelfelder. Und damit füllen wir jetzt das ganze Ding, um halt unsere Kartoffeln zu generieren, um darüber dann Schnaps zu machen. Die Felder sind fertig. Ich baue jetzt noch die Schnapsbrennereien ran. Wichtig bei den Schnapsbrennereien, denkt wirklich da ganz, ganz besonders an die Feuerwehren. Denn ohne die Feuerwehren kriegt ihr echt Probleme. Die Dinger explodieren nämlich häufiger mal. Und ja, da, wenn ihr eure Bilanz darauf stützt, dass ihr Schnaps baut, dann solltet ihr daran denken. Jetzt sagte ich ja, wir bauen im großen Stil, beziehungsweise wir brauchen viele Leute. Ich kopiere einfach jetzt mein komplettes Layout einmal und kopiere es einfach oben dran. Leute brauchen wir. Die Leute brauchen wir auf lange Sicht sowieso. Also wir brauchen auf lange Sicht, brauchen wir viele Leute. Das heißt, wir können auch direkt von Anfang an viel bauen. Und ja, deshalb kopiert das einfach dran, das Kopiertool ist richtig easy. Baut am besten erst den Marktplatz, dann die Feuerwehr und dann das Wirtshaus, einfach um Bränden vorzubeugen. Das ist dann deutlich entspannter. Ich habe jetzt einen Fehler begangen und zwar hatte ich ausgestellt, dass ich sehe, dass wir Zeitungen machen können. Und zwar ist das bei dem Spielablauf unter den Optionen und dann gibt es die Option Zeitungsbenachrichtigung ausstellen. Ich würde euch empfehlen, direkt am Anfang die Zeitung zu nutzen. Gerade am Anfang habt ihr dafür den Einfluss. Holt euch ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Zufriedenheit. Lasst die Leute ein bisschen weniger verbrauchen. Es macht euch das Leben leichter. Nutzt die. Und jetzt, darüber sind wir so ein bisschen schnell drüber geskippt. Ich mache mal ganz kurz Pause. Jetzt sind wir tatsächlich mit den Bauern schon fertig. Wir haben eine Fischproduktion. Wir haben unsere Baumwollproduktion. Und unsere Arbeitsgangproduktion. Das ist jedes Mal durcheinander. Und wir haben Schnaps. Wir lassen jetzt die Leute aufsteigen. Dazu kommen wir gleich.
Nur vorher noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr zu wenig Schnaps produziert, sperrt es lieber den Bauern als den Arbeitern. Die Arbeiter zahlen euch nämlich mehr für den Schnaps. Ja, hier geht übrigens auch für Bier rum und so weiter und so fort. Und da könnt ihr mehr Geld generieren. Deshalb, wenn ihr zu wenig produziert, wert es der niedrigeren Monatsstufe, zumindest bei den Luxusgütern. Und wir gehen jetzt auf Arbeiter hoch. Sehr, sehr zügig. Im Video sind es jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 10 Minuten oder 12. Und womit wir wirklich direkt anfangen und was wirklich das Wichtigste von allen ist, sind Lehmgruben. Baut sofort Lehmgruben und dreht die Produktivität hoch. Ich habe das jetzt nicht gemacht bei meinen Bauern, weil es egal war, wir spielen auf leichtesten Settings. Das, was ich hier mache, könnt ihr mit Bauern generell auch machen. Das heißt, ihr klickt oben auf die Bauernarbeitskraft und dreht das Arbeitspensum von allen hoch. Das ist am Anfang kein Problem, weil ihr bis zu einer gewissen Anzahl an Arbeitern keine Aufstände kriegen könnt. Deshalb drehe ich das jetzt hier auch hoch bei den Arbeitern für die Lehmgruben. Und ganz wichtig, ich achte darauf, wie viele Arbeiter ich aufsteigen lasse. Das heißt, ich lasse wirklich nur so viele Arbeiter aufsteigen, dass ich eine Polizeistation freischalte. Denn solange wir keine Polizeistation freigeschaltet haben, lass das mal laufen, können wir auch keine Aufstände kriegen. Was natürlich super praktisch ist. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aber auch dafür sorgen, dass wir genug Arbeitskraft haben. Deshalb ganz wichtig, baut zuerst die Lehmgruben voll. Denn aus einer Lehmgrube kriegt ihr 2 Tonnen pro Minute ohne Items. Pusht mit der Arbeitskraft 3. Aus einer Mine sind doppelt so viele. 4 bzw. gepushte 6. Deshalb haben wir potenziell von Ziegelstein am wenigsten. Und wir haben von diesen Ziegelsteinen, Lehm, wie auch immer ihr sie nennen wollt, deshalb am wenigsten, weil wir zum Beispiel Steinstraßen bauen müssen und weil viele Gebäude auch am Anfang als allererstes das benötigen. Wir können am Anfang sowieso keine Stahlträger bauen, dafür brauchen wir mehr Arbeiter. Ja, aber wirklich, die Ziegel sind wichtig und die müssen wirklich direkt geballert werden. Die müssen direkt vollgebaut werden. Und dann, wenn ihr das macht, ich mache das jetzt hier gerade, eventuell doppelt sich das kurz im Video, aber ist vollkommen egal. Das Prinzip ist das, was wichtig ist. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen guten Grundstein gelegt. Und das ist tatsächlich schon der erste Part gewesen. So kommt ihr von den Bauern zu den Arbeitern. Ohne Geldprobleme, easy peasy, mit genug Arbeitskraft und setzt wirklich den Grundstein dafür, dass es schnell losgehen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir doch gerne mal bitte einen Daumen nach oben und bitte gebt mal Feedback, wie ihr die Serie findet. Ob ihr sagt, manche von euch sind auch im Stream dabei, ob ihr das möchtet, nachkommentiert, ob wir mehr im Stream dazu erzählen sollen, was aber ein bisschen schwierig ist. Oder einfach, wie es euch gefallen hat, ob es euch weitergeholfen hat, habt. Oder auch, ob ihr noch weitere Tipps habt. Vielleicht schon das ein oder andere Item, obwohl das bei Bauern ja noch gar nicht geht, aber dann für die Arbeiter zum Beispiel. Oder was auch immer ihr nutzt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sag, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei Anno. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao.